Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Control mit dem Rahmen von der letzten Folge. Haben wir einen Kettenbrief weitergeleitet und beendet quasi und ein bisschen was für die Pflanzen getan, ein bisschen grünen Daumen, ein bisschen Licht ins Leben gebracht. So, und jetzt geht's weiter Richtung Hartmann. Ist der Hartmann. Aufzug, Aufzug, ich brauch den Aufzug. Und jetzt hier oben weiter, hier oben. Runde. Drückst du Knopf. Sicherheitstür zum AWE von Bright Falls aufgerissen. Der war so hässlich. Wow. Ich habe ihn deutlich gesehen. Und Himmel. Er sieht nicht aus wie früher. Das Zischen hat ihm übel mitgespielt. Er sieht aus wie ein Putzlumpen, den ein Bodybuilder auf Anabolika ausgerungen hat. Oder wie ein Monster aus einem 80er-Horror, als die Effekte noch nicht aus dem Rechner stammten. Puh. Oh. Widerlich. Sehr haben Sie was gesagt? Ich kann Sie doch nicht hören. Egal. Verfolgen Sie Hartmann. Ah, so ekelhaft. Ich habe geschrieben, umgeschrieben. Die Dunkelheit verbirgt die Vergangenheit, damit ich mich verlaufe. Ich vertraue diesen Buchseiten. Ich schrieb sie nicht grundlos. Schnitt durch die Realität. Zerreißen, neu schreiben. Das Geheimnisvolle lockt. Okay. Schriftverkehr. Oh, Arti hat uns eine Postkarte gebracht. Aus seinem Urlaub. So. Ich habe geschrieben, umgeschrieben, dekonstruiert, rekonstruiert, mit verschiedenen Stimmen experimentiert. Den Stil verändert, mich selbst verändert. Die Sprache vergessen, sie neu gelernt. War ich schon einmal hier? Ging ich diesen Weg schon einmal? Die Dunkelheit verbirgt die Vergangenheit, damit ich mich verlaufe. Nur wer weiß, wo er ist, weiß, wo er hingeht. Ich vertraue dem, was ich auf diesen Seiten lese. Ich schrieb es nicht grundlos. Meine Notizen. Nur so kann ich vorankommen, zusammenfassen, mehr schreiben, dann der Stil, reduzieren, deutlich werden, hässlich, funktional, präsent, direkt. Nur die nackte Wahrheit, die Realität durchbrechen, sie zerreißen, neu schreiben. Sei clever, lass sie arbeiten, lass Bilder in ihren Köpfen entstehen, sie machen das, du deutest nur an, ein Samen. Das Geheimnisvolle lockt, besessen, du gibst die Teile. Sie setzen zusammen, ihre Interpretation, und es gibt nur eine, weil du ihnen keine Wahl lässt. Und sie glauben daran, weil sie jetzt ihnen gehört. Aha. Interessant. Hier ist nichts dahinter, schade. Hallo? Wir werden sterben. Thank you.
What the? Wer denn hier? Nicht mal kommen hören. Eine Runde, oder? Jawohl. Ja, fuck! Ah, ein Kontrollpunkt. Oh. Vielen Dank für dieses erneute Treffen, Herr Hartmann. Mit Vergnügen, meine Herren. Ich hoffe, dass Sie bisherige Informationen haben, die haben mir geholfen. Ich halte mich für einen Aufmerksamen. Es bleibt jedoch noch eine Frage. Sie haben in früheren Gesprächen erwähnt, dass Ihr Patienten, ich paraphrasiere, unnatürliche Fähigkeiten an den Tag legten, die Sie während Ihres Aufenthalts in der Lodge förderten. Es wäre hilfreich, wenn wir uns hier weitere Details geben könnten. Natürlich. Wie auch Sie möchte ich die Regeln unseres irdischen Paradigmas verstehen und sogar manipulieren. Das Wohlbefinden meiner Patienten war mir natürlich wichtig. Doch ich wäre kein Mann der Wissenschaft, würde ich nicht nach der unterschwelligen Wahrheit suchen. Wie in meinem schriftlichen Angebot erwähnt, könnte eine Zusammenarbeit mit Ihrer Organisation beiden Parteien von beträchtlichem Nutzen sein. Wir könnten Ergebnisse vergleichen. Sie verstehen? Vielen Dank, Doktor. Mehr brauchen wir nicht. Amy. Dr. Emil Hartmann, Sie haben gegen die Codes 4, 8 und 74 des strafrechtlichen Systems des Federal Bureau of Control verstoßen. Was? Das können Sie nicht tun. Ich habe Beziehungen. Sie machen einen bösen Fehler, mein Freund. Sie werden bis auf Weiteres festgenommen und Ihr Privateigentum, darunter auch die Codron Lake Lodge, wird konfisziert. Das ist absurd. Sie können mein Eigentum nicht konfiszieren. Ich bin ein Bürger der USA. Ich habe Rechte. Die Lodge ist mein Lebenswerk. Ich biete Ihnen Forschungsergebnisse. Bringt ihn weg. Sie begehen einen Fehler. Sie müssen mir zuhören. Hören Sie mir zu! Windend wie ein Aal. Oh je. Das sieht ja schon einladend aus. Ich habe wieder vergessen. Ich hatte doch einen Plan. Wieder vergessen. Er dreht langsam durch. Was auch immer mit Wake los ist, er braucht eindeutig Hilfe.
Ja, okay. Hä? Meine Lampe. Vielleicht kriege ich die in einen der Zimmer. Hätte ich Licht anmachen können. Und nochmal drehen. Weg damit. Alles im Arsch. Wir haben Schlüssel. Wahnsinn. Wake musste fliehen, seine Flucht aufschreiben. Wake brauchte einen Helden. Ein Held braucht eine Krise. Für die Geschichte über die Regierungsbehörde brauchte Wake etwas Besonderes. Eine außerirdische Kraft, die menschliche Intelligenz nachahmte. Redet er von dem, diesem vierten Astronauten, dem, wo wir jetzt den Kopf gebracht haben? Vielen Dank. Die Geschichte brauchte viele Anfänge, viele Quellen, Bäche, die zu Flüssen wurden, einer Flut zu einem Ozean. Das hier war einer. Wake nutzte das Material, das er hatte. Seine Verbindungen, die Leute, die Orte. Wake schrieb sie auf und sie wurden wahr. Seine Frau, sein Psychiater, seine Stadt. Diese Verbindungen bewegten Dinge wie Magnete. Alice war ein Leiter. Sie war an dem dunklen Ort. Das Ding, das mal Hartmann war, spürte Wake durch sie. Brach aus. Lief Amok. Wake musste sicher gehen, dass Alice dann schon fort war. In Sicherheit. Je mehr Quellen, desto wirklicher wurde die Geschichte. Desto mehr glaubten daran. Ursache und Wirkung. Diese Arbeit war heikel und schwer. Sie brauchte den Weg des geringsten Widerstands, wo Erfolg am wahrscheinlichsten war. Wo es bereits eine Verbindung gab. Wake fühlte den Druck in seinem Kopf. Den Wahnsinn. Wake musste fliehen. Seine Flucht aufschreiben. Er war schon draußen. Wollte es wahr machen. Wake brauchte einen Helden. Ein Held braucht eine Krise. Für die Geschichte über die Regierungsbehörde brauchte Wake etwas Besonderes. Eine außerirdische Kraft, die menschliche Intelligenz nachahmte. Etwas Unübersetzbares, das übersetzt wird. Burroughs und Bowie waren Inspiration. Er teilte Sätze und Wörter. Orangenschale. Du bist zu Hause. Verrückt. Er steckte sie in einen Schuhkarton, zog Worte daraus hervor. Wake schuf ein dadaistisches Gedicht. Alles verdiente einen Versuch. Oder hatte er das schon mal versucht? Ja, die Anspielung wird jetzt noch deutlich klarer. Aber ich frage mich, was der uns jetzt hier bringt. Der war hier bei dem Eagle Limited. Oh, ne, Fra Morrow AVE. AVE. Oder ABE. Na, je nachdem. Oh je. Nachdem sie die Behörde kontaktiert hatte, wurde Alice Wake 2017 ins Ältestehaus gebracht und befragt. Das vollständige Transkript oder so. Habe ich doch schon mal gelesen, oder? Die Befragung wurde von der Schindizzi Wohnung New York. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Noch ein Modellnachbau.
wie der von Ordinary. Hier ist Direktorin Faden. Ich brauche Verstärkung an diesem Standort. Verstärkung ist da! Yay! Okay. Wo ist das nächste Ding? Oben. Wo ist der nächste? Rück nach! Akte. Pyramide. Den halt mal gar nicht. Plattieren. Hier. Eins. Wo? Drei. Vier. Ah, jetzt. Was ist jetzt hin? Ah, Mist, mein Dings ist leer. Alter.
Er versteckt sich da. Oh, wie soll man denn platt machen? Das war hart. Hartmann macht keinen Ärger mehr, Langston. Aber der Untersuchungssektor braucht einen Leiter. Interesse? Ich habe gesehen, was mit Sektorleitern passiert. Nein, danke. Ma'am, ich empfange hier etwas auf meiner Konsole. Eine AWE-Warnung aus Bright Falls, Washington. Könnte eine Fehlmeldung sein. Falsches Datum, einige Jahre voraus. Und wir sind ja in Quarantäne, da sollten keine Signale reinkommen. Vielleicht war es vor der Quarantäne schon aktiv. Gibt es Agenten vor Ort? Mal sehen. Agentin Esteves ist die Verantwortliche, die sich um die Überwachung kümmert. Sie sollte diejenige sein, die uns sagt, ob sich die Situation verändert hat. Sind in Bewegung. Ist die Warnung echt? Gibt es auch einen Grund dafür? Die Wirkung muss der Ursache folgen. Es passiert schon wieder. Eine Rückkehr. Ist es quasi eine Bestätigung für Earthquake 2? Ihr wurdet gewarnt. Ja, komm, spawn hier. Mitten um mich rum spawnen diese Pisser. Was soll denn das? Egal, wir haben ihn erledigt. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Hier gab es noch ein paar Sachen zu entdecken.
oder? Ja, klar. Diese scheiß Heilungsorb. Hier ist die Direktorin. Ich brauche hier Verstärkung. Vorrücken! So. Das ist jetzt im Sack. So, meine. Im Sack. Schieße! Rück nach! Attacke von der Seite! So, nee. Meine Seite. Aua, aua. Mein Gras ist grüner als das der anderen. Jetzt her. Was ist denn? Da! Dieser Pisser! Hab ihn nicht mehr gesehen, nur gehört. Muss ich jetzt wieder gegen alle kämpfen, oder was? Direktorin Faden hier. Schicken Sie mir Verstärkung. Oh ja, gegen alles wieder. Das ist im Sack. Alter.
aua, aua, aua. Da oben habe ich bessere Sicht. Kämpf für uns. Wo ist das Vieh hin? Rück nach! Attacke von der Seite! Greife an! Kackviech. Flankenmanöver. Und sie rum. Oh, die machen so viel Schaden, die Wichser. Finde deine Öffnung! Flankiert die Mistkerle! Wo ist es denn jetzt? Flankieren! Na, endlich!
Kackviech. Dann bin ich hier. Aber. Also das lesen wir noch und dann mache ich die Folge beenden. Weil dann können wir uns das Ganze angucken, was es hier alles so gibt. Da gibt es, glaube ich, viel noch, was wir lesen können. Eine Fotografie von Alan Wake, aufgenommen von Alan Wake während einer Heimsuchung in ihrem Zuhause. Alice Wake, die Ex-Frau von Alan Wake, wird seit kurzem nachts von ihrem Ex-Mann besucht. Oder einem Wesen, das ihm ähnlich sieht. Weitere Informationen in Akte. Mrs. Wake ist professionelle Fotografin. Kameras und Bewegungssensoren in dem Flur aufgestellt, der mir auftaucht, und konnte so Mr. Wake auf Film festhalten. Während einer Befragung von Mrs. Wake erwähnte sie, dass ihr Lieblingskameramodell, keine Ahnung, verloren ging. Unter den konfiszierten Beweismitteln von AWE 35 wurde kein entsprechender Gegenstand gefunden. Er wurde als potenzielles gewandeltes Objekt in die Liste aufgenommen und es wird mit dem Forschungspersonal in Bright Falls geklärt, ob es etwas über den Gegenstand weiß. So. Und das hier noch ein bisschen erkunden und dann weitermachen in der Story. Machen wir es in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ihr liken, subscriben, der Welt verteilen, und wenn ihr es noch nicht zu den Kanal habt, die Notation belegt, wenn das YouTube was ihr mehr von uns sehen wollt, solltet YouTube euch nicht benachrichtigen, was man bei uns abgeht. Gibt es auch den Twitter-Account für Dennis, den ihr Follower drücken könnt und einstellen könnt, dass alle Feeds angezeigt werden. Und solltet ihr safe sein, immer mitbekommen, wann bei uns so was geht. Bis denn dann. Tschüss.